Ja, so da, da bin ich mal wieder für euch. Heute ist Freitag und ABG Info on Air Tag. Ja, wie gehabt. Heute nun für euch die 14. Show. Ja, wir nähern uns mit Riesenschritten der 20 und der 25. Ja, aber alles mit der Ruhe. Was gibt's denn heute so? Ja. Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns, leider mit nicht zu tollen Tagen. Es gab die ersten Anschläge von Terroristen in Deutschland, und zwar in München, Würzburg, Ansbach, ja, und in anderen Sachen. Ja, was heißt die ersten Anschläge? Seit Köln gibt es ja fast täglich Anschläge auf Frauen, ja. Begrapschen, sexuelle Belästigungen in Schwimmbädern und so weiter und so fort. Aber nichts wird so veröffentlicht von unseren Qualitätsmedien, wie sich das die Leute wünschen. Und Frau Merkel hat gestern schon wieder gesagt, wir schaffen das. Ja, wir schaffen uns selber ab und das schaffen wir und nichts anderes. Ja, und zwar ist in Ansbach eine Bombe hochgegangen und ist ja schon zu erahnen bei den Anschlägen der vergangenen Woche. Es waren nicht integrierbare Menschen aus dem islamischen Kulturkreis. Und noch was, am Montag dieser Woche ist der Faktencheck vom Bürgerforum Altenburger Land an die Öffentlichkeit gelangt und die Menschen in Altenburg und im Altenburger Land waren begeistert und dieser Check ist sehr gut angekommen. Ja, einen Link erhaltet ihr dann in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show14. Ja, und jetzt nochmal eine kleine politische Anmerkung. Die Landrätin hatte sich in dieser Woche mal ins Südosten der Eschenstraße blicken lassen. Das ist ihr neues Wohnhauptquartier neben Altenburg Nord für illegale Einwanderer in Altenburg. Ja, aber das Bürgergespräch war so ziemlich schnell wieder vorbei. Und Frau Soika ließ die Einwohner dort sozusagen dann im Trockenen sitzen. Nichtsdestotrotz, da wird es wohl vom Bürgerforum Altenburger Land demnächst noch eine Mitteilung geben. Jetzt mal zu was sehr Guten. Und am diesem Wochenende findet nach langjähriger Abstinenz mal wieder das Park- und Teichfest statt und am Samstag das alljährliche Inselzoofest. Lasst euch überraschen. Ja, und die Meldung zu den Veranstaltungen findet ihr wie gehabt in dieser ABG Info on Air Sendung. Ja, nun viel Spaß und Unterhaltung bei der 14. Sendung von ABG Info on Air für die Woche vom 25. bis 31.07. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich, euer Uni. It's the summer highlight. Ja, und da bin ich wieder für euch und wir legen gleich mal los mit den aktuellen Informationen aus Altenburg. Und zwar bekommen wir Besuch aus Offenburg, der Partnerstadt von Altenburg. Die Pfadfinder sind da. In wenigen Tagen wird es an der sonst so beschaulichen Bockwindmühle in Lumpzig etwas lauter werden. Denn dann schlagen die Pfadfinder der Gruppe Stamm Konradin aus Altenburgs Partnerstadt Offenburg ihr Lager dort auf. Die Pfadis aus der Partnerstadt haben sich entschieden, ihr diesjähriges Sommerlager in Altenburg bzw. im Altenburger Land durchzuführen. Die ca. 65 Kinder mit zahlreichen Betreuern werden aufgeteilt in vier Gruppen und vom Standort Lumpzig aus die Stadt Altenburg, Schmölln, den Landkreis und die Regionen erkunden. Der Fokus der Pfadfinder liegt während des gesamten Lagers auf Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Bootfahren, Übernachten im Freien und ähnliches. Das Lager an der Bockwindmühle ist völlig autark und bietet alles für einen gelungenen Abenteueraufenthalt der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 7 bis 20 Jahren. Die Gäste bleiben übrigens bis zum 13. August im Altenburger Land. Ja, und hier noch ein kleiner Nachtrag zur internationalen Thüringen-Rundfahrt der Frauen. Die Weltelite war in Altenburg zu Gast. Die besten Radfahrerinnen der Welt waren aus nächster Nähe in Altenburg zu erleben. Der Tross der 29. Internationalen Thüringen-Rundfahrt der Frauen absolvierte eine etwa 120 Kilometer lange Etappe durch und rund um Altenburg. Das Stadtzentrum mit seinem historischen Marktplatz verwandelte sich am Nachmittag in eine Art Rennbahn. Sehr zur Freude der zahlreichen Fans, die sich von dem hochklassigen Sportereignis in den Bann ziehen ließen. In dem mehr als 100 Fahrerinnen zählenden Teilnehmerfeld waren Olympiasiegerinnen, Weltmeisterinnen und Trägerinnen nationaler Titel. Die als anspruchsvoll geltende Altenburger Etappe gewann die Niederländerin Marianne Voss.
Ein Gewinn war das renommierte Rennen aber auch für die vielen Zuschauer, die sich als begeisterungsfähig erwiesen und die Spitzensportlerinnen nach Kräften anfeuerten. Die Organisatoren bescheinigten der Skatstadt und dem Publikum nach Abschluss des Rennens denn auch einmal mehr gute Gastgeber gewesen zu sein. Ja, das ist doch schön, ne? Also ich war dieses Jahr auch dabei, zumindest als Zuschauer, ja. Und ja, hier der erste Hinweis für dieses Wochenende. Spiel und Spaß für Alt und Jung beim Inselzoofest am 30. Juli. Auch in diesem Sommer lädt eine der schönsten Freizeiteinrichtungen der Stadt Altenburg zu ihrem jährlichen Fest ein, der Inselzoo. Der idyllisch auf dem großen Teich gelegene Tierpark wird sich zur Feier des Tages am Samstag, den 30. Juli, von seiner schönsten Seite zeigen. Hoffentlich spielt auch das Wetter mit. Ich drücke euch die Daumen. Ich kann leider dieses Jahr nicht da sein, weil ich leider terminlich verhindert bin. Ja, aber weiter im Text. Kleine und große Gäste sind an dem Tag ab 15 Uhr in dem besonders geschmückten Zoo eingeladen, um ein paar erlebnisreiche Stunden zu verbringen. Bereits auf der Brücke empfängt das Stelzenläufer-Team Artiston Stealed mit lustigen Ballon-Tierfiguren die Besucher. Das Spielmobil vom Spieleteam hat zahlreiche kreative Bastelangebote vorbereitet und selbstverständlich auch das beliebte Schminken von Tiergesichtern im Angebot. Das in der Region sehr bekannte Musikduo Klaus und Glücki lädt zum Singen, Lachen, Tanzen und einer großen Mitmach-Polonaise ein. Der Tierschutzverein Altenburger Land e.V., der Verein Hoffnung für Wildentenschwäne und Co., der Altenburger Ziergeflügel-, Exoten- und Kanarienverein sowie der Falkner Schulze mit seinen Greifvögeln bieten viele Informationen über ihre Arbeit an. Der Verein Igelhilfe Altenburg gestaltet wie im Vorjahr eine kleine Tombola und wer möchte, kann am Stand auch eine Pflanze als kleine Erinnerung an diesen schönen Tag mitnehmen. Mit einer Bootsfahrt auf dem großen lässt sich der ereignisreiche Nachmittag bei hoffentlich schönem Wetter noch abrunden. Zur Feier des Tages ist der Eintritt am 30. Juli frei. Es wird allerdings um Spenden gebeten. Das gespendete Geld kommt der Verschönerung des Inselzoos zugute. Ja, und das Team des Inselzoos und alle an der Organisation Beteiligten freuen sich auf zahlreiche unternehmungslustige kleine und große Gäste. Übrigens, Infos bekommt ihr auch auf www.inselzoo.de. Wie gesagt, wir kommen dann später noch einmal zum Inselzoo und zu den Veranstaltungen. Jetzt habe ich für euch mal noch ein paar Verkehrsmeldungen. Und zwar, die Sperrung der Leipziger Straße ist aufgehoben. Die seit Juni dieses Jahres andauernden Bauarbeiten zur Verlegung neuer Gas- und Wasserleitungen in der Leipziger Straße gehen zügig voran und neigen sich langsam dem Ende zu. Am vergangenen Mittwoch ist die Sperrung Einbahnstraßenregelung der Leipziger Straße aufgehoben worden. Das heißt, dass der Verkehr in Richtung Innenstadt wieder fahren kann. Gesperrt bleibt die Einmündung zur Remsaer Straße. Hier ist weiterhin die Umfahrung über das Gewerbegebiet Porphyrstraße, Remsaer Straße notwendig. Auch die Kauendorfer Allee B180 bleibt noch Einbahnstraße. Der stadteinwärts fahrende Verkehr in Richtung B180 Zeitz und Altenburg Nord muss weiterhin die Umleitung über die Sonnenstraße fahren. Ja, und die Langengasse bleibt bis Ende August noch voll gesperrt. Verzögerungen im Bauablauf machen eine Verlängerung der bestehenden Vollsperrung in der Langengasse im Bereich der Gebäude mit den Hausnummern 27 bis 29 erforderlich. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis zum 31. August an. Ja, und es finden auch Bauarbeiten im Baumschulenweg statt. In der Zeit vom Montag, 1. August, bis voraussichtlich zum 5. August kommt es wegen der Reparatur einer Schachtabdeckung zur Vollsperrung des Baumschulenwegs in Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 9. Ja, und auch in der Poststraße wird mal wieder gebaut, und zwar Bauarbeiten im Gewerbegebiet. Wegen Kanalbauarbeiten kommt es in der Zeit vom Montag, 1. August, bis voraussichtlich zum 31. Dezember zur Vollsperrung der Poststraße, beginnend ab der Einmündung zum Gewerbegebiet von der Tschernitzer Straße kommen. Ja, bitte die Hinweise beachten und allseits gute Fahrt. Ja, aber wir sind noch nicht am Ende. Zwei Meldungen habe ich noch für euch, und zwar am Steinweg wird Einbahnstraße wegen Bauarbeiten. In der kommenden Woche beginnen der Straße am Steinweg Bauarbeiten. Hier wird der Ersatz von Stromkabeln vorgenommen. Aus diesem Grund gilt in der Zeit vom Montag, dem 1. August, bis voraussichtlich zum 2. September eine Einbahnstraßenregelung. Der Verkehr in Richtung Buschkinstraße wird weiterhin gewährleistet. Der Verkehr in Richtung Nordwort über die Straße am Goldenen Flug, Lindenaustraße, Martin-Luther-Straße und Rudolf-Breitscheid-Straße umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Ja, und die letzte Verkehrsmeldung kommt aus Ehrenberg, da ist der Waldring gesperrt. Aufgrund von Einfriedungsarbeiten kommt es in der Zeit vom Montag 1. August bis voraussichtlich zum 19. August zur Vollsperrung im Waldring Ortsteil Ehrenberg, und zwar im Bereich des Gebäudes mit der Hausnummer 3. Alle Links und Informationen findet ihr wie gehabt in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show14.
Ja, und nun kommen wir doch mal zum Geschehen aus dem Altenburger Land. Ja, und in der ersten Meldung geht es darum, Breitbandausbau soll vorangehen. Schnelles Internet für alle. Landrätin will Breitbandausbau im Altenburger Land voranbringen. Bis 2018 soll es in ganz Deutschland schnelles Internet mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde geben. Deshalb hat die Bundesregierung jetzt erstmals ein Förderprogramm gestartet, von dem auch der Landkreis Altenburger Land profitieren möchte. Insgesamt 2,7 Milliarden Euro stellt der Bund für die Breitbandförderung bereit. Ziel des Bundesförderprogramms ist es, den Ausbau hochleistungsfähiger Breitbandnetze in unterversorgten Gebieten zu unterstützen, in denen in den kommenden 3 Jahren kein privatwirtschaftlicher Netzausbau zu erwarten ist. Die Kommunen und Landkreise sollen die Ausbauprojekte initiieren, die erforderlichen Anträge im Förderverfahren stellen und die Projekte vor Ort koordinieren. Der Freistaat Thüringen gibt seinen Kommunen zur Fördersumme des Bundes einen weiteren Betrag dazu, sodass die Städte und Gemeinden maximal 15% der Gesamtprojektkosten zu tragen haben. In einer Dienstberatung hat Landrätin Michaele Soyka vor wenigen Tagen die Bürgermeister und VG-Vorsitzenden des Altenburger Landes über den geplanten Breitbandausbau informiert. Eile ist geboten, weil die Förderanträge schon bis zum 30. September 2016 beim Bundesministerium eingereicht sein müssen. Na, mal gucken, ob die Amtsmühlen hier auch so langsam mahlen wie woanders. Das Altenburger Land ist in Bezug auf schnelles Internet derzeit nicht gänzlich schlecht versorgt. Allerdings gibt es immer noch genügend Regionen, in denen weniger als 30 Mbit pro Sekunde anliegen. Und genau diese Gebiete sind förderfähig, Regionen mit mehr als 30 Mbit pro Sekunde hingegen nicht. Michaele Solger hat den Kommunen des Altenburger Landes vorgeschlagen, dass der Landkreis die Projektkoordination für alle Gemeinden, die sich am Breitbandausbau beteiligen möchten, übernimmt. Per Gemeinderatsbeschluss müssen die Kommunen den Landkreis nun schnellstmöglich beauftragen, dies dienstleistend für sie zu tun, sofern sie Interesse am Breitbandausbau haben. Ja, also ich habe hier eine 16.000er Leitung, okay, 30.000 würde auch noch reichen. Aber was gebaut wird, wird gebaut. Hoffentlich ist man dann irgendwann mal durch, nicht, dass hier eine Straße immer wieder aufgerissen wird, zugemacht wird und so weiter und so fort. Ja, um keine Zeit zu verlieren, hat die Landrätin die planerischen Leistungen für den gesamten Landkreis bereits ausgeschrieben. Ein externes Planungsbüro soll die technischen Voraussetzungen im gesamten Projektgebiet analysieren, die Ausschreibung vorbereiten und die im Ergebnis dieser Ermittlung erforderlichen Teilschritte bis zur vollständigen Antragstellung beim Bund qualitäts- und termingerecht erbringen. Zudem hat Solger bereits eine Arbeitsgruppe Breitband in der Kreisverwaltung installiert. Auf seiner turnusmäßigen Sitzung am 7. September 2016 könnte der Kreistag dann den vom Bund geförderten Antrag auf Breitbandausbau beschließen. Danach bleibt abzuwarten, ob das Altenburger Land einen Zuschlag erhält. Da ist ganz schön Vorarbeit nötig, und zwar Kosten fürs Planungsbüro, eine extra Arbeitsgruppe, dann Ausschreibungen. Und wenn das Ganze bis 30. September in Berlin eintreffen soll und die Sitzung erst am 7. September ist, das könnte ziemlich knapp werden, ne? Aber lassen wir uns mal überraschen, wie das vorangeht, ne? Bei anderen Sachen klappt es ja meistens nicht so. Die nächste Meldung kommt aus dem Klinikum Altenburger Land. Ja, und da gibt es mal wieder einen Informationsabend. Gut vorbereitet zur Geburt im Klinikum. Informationsabend für werdende Eltern mit Besichtigung der Entbindungsräume und der Mutter-Kind-Station. Am Mittwoch, dem 3. August um 19 Uhr, laden Hebammen, Ärzte und Schwestern herzlich zum nächsten Elterninfoabend in die Entbindungsräume des Klinikums Altenburger Land ein. Hier erhalten werdende Eltern Gelegenheit, sich über Schwangerschaft, Geburt und Nachsorge zu informieren und persönliche Kontakte zu knüpfen. Themen wie die Betreuung der Mutter und die Überwachung des Kindes während der Geburt, die Betreuung durch die Kinderärzte und vieles mehr werden besprochen. Hebammen, Ärzte und Schwestern stehen den werdenden Eltern gern als Gesprächspartner zur Seite und führen auf einen Rundgang durch die Entbindungsräume und die Mutter-Kind-Station. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen und Kursangebote gibt es jederzeit unter www.klinikum-altenburgerland.de. Ja, ihr müsst jetzt den Link nicht mitschreiben, den findet ihr auch auf unserer Webseite und in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show14. Ja, und eine Straßenbaumaßnahme im Altenburger Land. Und zwar geht es hier um den Bohrer Berg. Da wird noch bis 5. August gearbeitet. Das Straßenbauamt teilt mit, dass die Erneuerung der Asphaltschicht am Bohrer Berg in Schmölln voraussichtlich noch bis zum 5. August dauert. Von der Kreuzung B7 bis Höhe Gartenanlage werden auf einer Länge von 310 Metern lärmoptimierter Asphalt eingebracht.
So, und nun haben wir nochmal eine Mitteilung direkt aus dem Landratsamt. Jetzt Vorschläge für die goldene Ehrennadel 2016 einreichen. Ehrenamtliche Arbeit, die von öffentlichem Interesse ist, wird durch den Landkreis unterstützt, anerkannt und gewürdigt. Die Landrätin ehrt im Rahmen einer Festveranstaltung 25 verdienstvolle Bürgerinnen und Bürger mit der goldenen Ehrennadel des Landkreises Altenburger Land. Die Ehrung ist eine Würdigung für Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren. Damit verbunden ist das Bestreben ehrenamtlicher Tätigkeit gesellschaftlich aufzuwerten und die Beteiligten zusätzlich zu motivieren. Vereine, Verbände, Organisationen, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, öffentliche Einrichtungen sowie sonstige Träger ehrenamtlicher Tätigkeit sind aufgerufen, ihre Vorschläge bis zum 30. August beim Landratsamt Altenburger Land einzureichen. Ja, und da fällt mir gleich jemand ein, zum Beispiel der Gebhard Berger, der sich verdienstvoll für diesen Landkreis einsetzt. Ja, es gibt sicherlich noch den einen und anderen. Man könnte ja mal überlegen, wem man hier so vorschlagen könnte. So, nun kommen wir schon zur letzten Mitteilung aus dem aktuellen Landkreis Pressemitteilungen. Ja, und wieder was aus Schmölln. Am 28. Juli wurde die dritte Ausstellung der Triologie zur Geschichte von Schmölln anlässlich der 950-Jahr-Feier in der Rathausgalerie eröffnet. Der Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln e.V. hat wieder vieles Bildmaterial und viele Objekte zusammengetragen, um in der dritten Ausstellung der Triologie den Besuchern Schmöllner Extras aufzuzeigen. Denn das gab's und gibt's nur hier. Was es nur hier gab und gibt, sind unter anderem der Schmöllner Mutsbraten, die Schmöllner Trommeltauben, das Pfefferbergfest, der Schmöllner Volkschor und leider nun auch als Erinnerung unsere Esse. Die Ausstellung ist zu den Rathausöffnungszeiten zu besichtigen. Es werden zusätzliche Besichtigungszeiten auf Wunsch an Samstagen in der Zeit von 13 bis 16 Uhr eingerichtet. Erforderlich dazu ist jedoch eine Voranmeldung bis freitags 10 Uhr unter Telefonnummer 03449176121 bzw. unter 03449180140. Die Telefonnummer findet ihr dann in der Pressemitteilung und den Link dazu gibt es in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show14. Ja, und da sind wir schon wieder am Ende von den Altenburger und Altenburger Landnachrichten, die wir für euch ausgesucht haben. Nach dem Intro geht's weiter mit Sportnachrichten und den Polizeinews. So, und da bin ich wieder für euch. Nun geht's weiter mit den Sportnachrichten dieser Woche. Ja, ist ein bisschen dünn besiedelt. Jetzt nur eine Nachricht. Das liegt wahrscheinlich doch nun am Sommerloch bzw. an den Ferien. Aber nichtsdestotrotz, hier mal noch eine Nachricht vom ZFC Meuselwitz. Dusan Zonomaut wechselt vom FC Karlsheiß zum ZFC. Mit sofortiger Wirkung und vorerst bis zum 30.06.2017 spielt Mittelfeldspieler Dusan für den ZFC Meuselwitz. Dafür hat der 20-Jährige seinen bestehenden Vertrag beim FC Karlsheiß Jena, für den er in den letzten Jahren aktiv war, aufgehoben. Trainer Heiko Weber ist mit der Verpflichtung außerordentlich zufrieden. Der Junge steht zwar noch am Anfang seiner sportlichen Karriere, aber er ist hervorragend ausgebildet und verkörpert im Vorwärtsgang alle Tugenden, die wir erwarten. Dennoch dämpft der Trainer die Euphorie gleich mit. Es soll aber niemand erwarten, dass er auf Anhieb besser ist als Carsten Sträser an seinen besseren Tagen. Das braucht seine Zeit. Zeit, die er wohl beim ZFC bekommen wird, denn einen zentralen Mittelfeldspieler gibt es derzeit nur bedingt unter den weiteren 17 Feldspielern im Team. Ja, das war's jetzt erstmal auch schon vom Sport. Kommen wir nun zu den Polizeimeldungen dieser Woche und wie immer präsentiert von Fahrenfetzt, eure Fahrschule im Altenburger Land. Der Polizeibericht vom 23. bis 24.07., also voriges Wochenende, hat uns Folgendes zu berichten. Es wurde mal wieder Buntmetall gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 20.07. bis 21.07. in der Ortslage Lehndorf Buntmetall von dem Gelände einer ehemaligen Recyclingfirma. Sie drangen das Gelände der Firma in der Straße zum Kornhaus ein, brachen eine Lagerhalle gewaltsam auf und entwendeten anschließend Buntmetall sowie eine Schüttrutsche. Zudem beschädigten die Täter mehrere abgestellte Fahrzeuge auf dem Gelände. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den angezeigten Straftaten gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen. Ja, und Nobitz bzw. Klausa gab es eine Verkehrsunfallflucht.
der Polizei Altenburger Land wurde eine Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Klausa mitgeteilt. Der Fahrzeugführer eines roten VW-Transporters war gegen 16.25 Uhr in der Straße am Leinerwald beim Ausparken heftig mit einem abgeparkten PKW Hyundai kollidiert. Obwohl er daraufhin durch Zeugen angesprochen und auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht wurde, flüchtete der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Bei seiner Flucht rammte der Unfallverursacher einen weiteren entgegenkommenden PKW VW Golf und setzte dann seine Fahrt über die Bundesstraße 180 fort. Polizeibeamte konnten den flüchtigen 64-jährigen Verursacher anschließend an seiner Wohnung in Nobitz antreffen. Im Rahmen eines freiwilligen Atemalkoholtests konnte bei ihm ein Wert von 2,68 Promille festgestellt werden. Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme angeordnet sowie ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Ja, und am Montag, dem 25.07., können wir Folgendes berichten. 4 Kompletträder entwendet. Im Zeitraum vom 23.07. zum 24.07. entwendeten unbekannte Täter aus einer Autowerkstatt in der Remsaer Straße von einem PKW BMW 4 Kompletträder mit Alufelgen. Diese wurden vor Ort von dem PKW BMW abgeschraubt und entwendet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 03447 47 10. Mehrere Fahrzeuge wurden in Altenburg beschädigt. Am 24.07. gegen 2.15 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in den Wildschwitzer Weg gerufen. Es stellte sich heraus, dass ein 29-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes gegen 3 abgeparkte PKW im Wildschwitzer Weg gefahren war. Die Unfallstrecke erstreckte sich über eine Länge von 150 Metern. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,66 Promille. Es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Den Führerschein hatte der 29-Jährige wohl aufgrund vieler Punkte in Flensburg bereits abgegeben. Hierzu laufen jedoch noch die Überprüfung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ja, und es wurde ein PKW geklaut. Im Zeitraum vom 22. bis 24.07. wurde von einem Gelände eines Autohandels in der Remsaer Straße ein VW Caddy entwendet. Unbekannte Täter drangen auf das Grundstück ein und öffneten einen verschlossenen VW Caddy. Anschließend durchbrachen sie damit die Umzäunung und flüchteten. Auf dem Dach des orangefarbenen PKW VW befindet sich ein Dachgepäckträger. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen ABG P821 angebracht. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Altenburger Land unter 03447 47 10. Ja, und dann gab's noch einen Brandfall im Windeschleuber. Am 25.07. kam es zum Brand eines Feldes zwischen Kraschwitz und Pöppchen. Eine stromführende Oberleitung war heruntergefallen und hatte durch den Funkenflug das Feld in Brand gesetzt. Durch die Mitnetz AG wurde der Strom abgeschaltet, so dass auch mehrere benachbarte Dörfer ohne Strom auskommen mussten. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Und in Altenburg wurde mal wieder in Gartenlauben eingebrochen. Die Polizei wurde in die Gartenanlage Frohe Zukunft in der Oberzetschaer Straße gerufen. Unbekannte Täter sind hier im Zeitraum vom 23. bis 25.07. in eine Gartenlaube eingebrochen. Die Täter hebelten die Laubentür auf und entwendeten aus der Gartenlaube eine Kühlkombination. In eine weitere Gartenlaube wurde ebenfalls eingebrochen. Hier ist der Pächter jedoch noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden an den Gartenlauben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer hier Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte ebenfalls bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 03447 47 10. Ja, und es wurden sogar Arbeitsgeräte entwendet. Im Zeitraum vom 23.07. zum 24.07. wurde in Unschen in ein unbewohntes Haus eingebrochen. Der Besitzer nutzt das Haus gegenwärtig als Lager für Arbeitsgeräte. Die unbekannten Täter drangen durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude ein. Hier wurden unter anderem ein Fotoapparat sowie mehrere Gartengeräte und akkubetriebene Arbeitsgeräte entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Altenburger Land. So, nun kommen wir doch mal zum 27.07. In Altenburg wurden 2 Ladendiebe gestellt. Am 26.07. gegen 17.20 Uhr wurden 2 somalische Bürger beim Ladendiebstahl im Verbrauchermarkt Kaufland in der Kauerndorfer Allee festgestellt. Sie entwendeten gemeinsam Kopfhörer und Rasierklingen im Wert von 21,24 € und wollten ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Durch einen Mitarbeiter des Marktes wurden sie daraufhin angehalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie ihren Weg fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ja, und auch das Wild war mal wieder aktiv. Es gab sowohl einen Unfall in Meuselwitz als auch in Gößnitz. Ja, und wir kommen erstmal zum Unfall nach Meuselwitz. Dort ist ein Wildunfall mit einem Wildschwein passiert. Zu einem
Unfall kam es am 26.07.5 Uhr auf der Straße vom Wintersdorf in Richtung Schnauder-Hainichen. Ein 51-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai befuhr die Straße in Richtung Schnauder-Hainichen, als ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Mit diesem kollidierte der Fahrer des Pkw Hyundai. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Pkw entstand Sachschaden. Ja, und den Rehwildunfall gab es bei Gößnitz. Zu einem weiteren Unfall kam es am 26.07. gegen 1.55 Uhr auf der Straße von Schmölln in Richtung Gößnitz. Ein 62-jähriger Fahrer eines Pkw Alfa Romeo befuhr die Straße in Richtung Gößnitz, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Mit diesem kollidierte der Fahrer des Pkw Alfa Romeo. Das Reh verendete an der Unfallstelle, der zuständige Jagdpächter wurde verständigt und am Pkw entstand Sachschaden. Ja, also wie gesagt, diese Woche ist wieder viel passiert und wir kommen jetzt zum 28.07., das war der Donnerstag diese Woche. Ja, und da haben uns dann folgende Informationen der Polizei erreicht. In Schmölln wurden Auslagen der Apotheke geplündert. Am gestrigen Tag wurden durch unbekannte Täter im Bereich der Osterland-Apotheke in der Walter-Kluge-Straße eine Glasvitrine aufgebrochen. Diese diente zu Werbezwecken. Aus der Vitrine wurden leere Medikamentenpackungen entwendet, die dort als Dekorationsartikel aufgestellt waren. Es entstand Sachschaden, Medikamente selbst wurden nicht gestohlen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ja, und in Lugger wurde ein Poller entwendet. Im Zeitraum vom 21. zum 27.07. wurde durch unbekannte Täter in der Falkenhainer Straße Zufahrt zum Prösdorfer See ein Poller entwendet. Dieser war in einer Bodenhülse versenkt und ließ sich nur mittels Dreikantschlüssel aus der Verankerung lösen. Wer hier Hinweis zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 03447-4710. Ja, was solltest du alles mitgehen lassen? Ja, man ahnt es, in Gartenlaube eingebrochen. Im Zeitraum vom 19. zum 27.07. wurde durch unbekannte Täter in der Rudolf-Breitscheid-Straße in der Gartenanlage Lerchenberg eine Gartenlaube gewaltsam geöffnet. Die Tür wurde aufgebrochen und aus der Laube Lebensmittel, Zigaretten und Getränke entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Und heute ganz frisch auf dem Monitor gelandet sind folgende Polizeimeldungen. Ja, und in Meuselwitz war jemand wieder unter Alkoholeinfluss unterwegs. Am 28.07. gegen 21.30 Uhr bemerkte die Polizei in der Zeitzer Straße einen Fahrradfahrer, der deutlich Schlangenlinien fuhr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 44-Jährigen ergab einen Wert von 2,2 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ja, und in Heersdorf wurde ein Fernmeldekabel gestohlen. Im Zeitraum vom 1. bis 28.07. wurde durch unbekannte Täter in Heiersdorf 280 Meter Fernmeldekabel, welches überirdisch verlegt war, entwendet. Es wurde jeweils an den Enden abgeschnitten, sodass es im Bereich Grimmitschau zu Unterbrechungen im Festnetzbereich kam. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer Hinweis zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 03447-4710. Ja, also vom 1. bis 28.07. müsste ja dann doch jemand aufgefallen sein, der mit Festnetz telefoniert, dass da nichts geht, ne? Also, ja, okay. Ja, und eine gute Nachricht, es wurde in Nobitz ein Buntmetalldieb aufgegriffen. Am 28.07. um 12.30 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein 33-Jähriger wiederholt Buntmetall im Schrotthandel abgibt. In diesem Zusammenhang wurde mit der Person die Wohnung aufgesucht und in Augenschein genommen. Im Keller wurde weiteres Kupferkabel gefunden, sowie ein Fahrradrahmen der Marke Coop. Der 33-Jährige räumte den Diebstahl und die Hehlerei der aufgefundenen Sache ein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der 33-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Sondermeldung für euch von der Polizei. Und zwar gibt es am 8.8. der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr eine Fahrradkotierung in der PI Altenburger Land in der Leipziger Straße 1. Bürger, die ihr Fahrrad kotieren lassen möchten, müssen den Personalausweis sowie den Eigentumsnachweis zum Fahrrad vorlegen. Kinder und Jugendliche unter 18 benötigen eine Vollmacht der Eltern. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 03447-4710 möglich. Es wird gebeten, eine Rückrufnummer zu hinterlassen, so dass eine Uhrzeit abgesprochen werden kann, da der zeitliche Aufwand für eine Kotierung ca. 30 Minuten in Anspruch nimmt. Ja, ich selber habe vor ein, zwei Jahren mal mein Fahrrad kotieren lassen und ich denke, das ist eine gute Sache. Also nutzt die Gelegenheit, Fahrradkotierung am 8.8. von 9 bis 16 Uhr in der PI Altenburger Land, Leipziger Straße 1. Weitere Polizeimeldungen könnt ihr unter www.abg-info.de unter der Rubrik Aktuelle Polizeinews nachlesen.
Ja, nach den Polizeimeldungen kommen wir nun zu den Veranstaltungstipps für Altenburg und das Altenburger Land. Wollt auch ihr eure Veranstaltung vielen Menschen publik machen, so sendet uns eure Veranstaltungsdaten einfach per Mail zu. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotizen bzw. auf unserer Webseite www.abg-info.de. Na, dann legen wir doch mal los. Heute übrigens wieder Geburtstagsparty XXL im Sachs-Schmölln. Du hast im Mai, Juni oder Juli Geburtstag und willst es mit deinen Freunden richtig krachen lassen, dann bist du bei uns genau richtig, denn du erhältst bis 24 Uhr freien Eintritt für dich und zwei deiner Freunde. Dazu bekommst du noch eine Flasche Sekt gratis. Dies betrifft alle Gäste, die im Mai, Juni, Juli Geburtstag haben. Bitte Ausweis nicht vergessen und im Mainfloor spielt für euch der DJ Charm von Fleet. Ja, und bereits ab heute könnt ihr das Park- und Teichfest genießen. Ja, wie gesagt, nach einigen Jahren Pause wird dieses beliebte Volksfest wieder mal stattfinden. Heute hat es bereits begonnen ab 14 Uhr mit großem Rummel, ab 20 Uhr dann Open-Air-Bühne auf dem Festplatz. Da ist die Club-Night mit Gulasch-Musik, Pip, Bofinger at Night, Roman Wilkins, Alex T. Der Eintritt ist frei und Höhenfeuerwerk gibt's ab 23 Uhr. Und morgen ist auch wieder ab 14 Uhr großer Rummel angesagt. Ja, und ab 20 Uhr auf der Open-Air-Bühne auf dem Festplatz spielt die Solarband und Mr. Panik Lindenberg Double Show. Die beginnt so circa 23 Uhr. Und Sonntag gibt es dann ab 7 Uhr den Flohmarkt und ab 10 Uhr nochmal Rummel treiben. Ja, und der Eintritt ist an allen Tagen frei. Für Speisen und Getränken ist an allen Tagen reichlich gesorgt. Ja, und neben dem Park- und Teichfest am diesem Wochenende findet morgen auch das Inselzoofest statt. Ja, das geht los ab 15 Uhr. Auf der idyllischen Oase inmitten des großen Teiches in Altenburg feiern groß und klein das diesjährige beliebte Altenburger Inselzoofest. Auf dem Eiland leben knapp 500 Tiere aus 100 Tierarten. Exotische Fische, Schildkröten und Echsen leben nebeneinander mit Affen, Erdmenschen, Stachelschweinen und vielen Vogelarten. Im Streichelgehege warten kleine Ziegen auf Besucher und auf dem Spielplatz gleich nebenan lässt es sich wunderbar toben. Die Stelzenläufer von Arti Sonntzild empfangen die Besucher ab 15 Uhr gleich am Eingang und das Musikduo Klaus und Glücki lädt ein zum Singen, Lachen, Tanzen und der großen Mitmach-Polonaise. Vorher heißt es für die kleinen Besucher sich ein zum Tag passendes Tiergesicht schminken zu lassen. Die Großen können sich derweil an zahlreichen Infoständen über Themen des Tierschutzes informieren. Für einen entspannten Ausflug aufs Wasser stehen Ruder und Tretboote bereit und in unmittelbarer Nähe befindet sich das Südbad mit Riesenrutsche für einen Sprung ins kühle Wasser. Vor der Insel warten allerlei Leckereien auf hungrige Festbesucher. Selbstverständlich ist der Inselzoo festlich geschmückt und haben sich alle Tiere besonders herausgeputzt. Der Eintritt zum Inselzoofest ist frei. Über eine Spende freuen sich die fleißigen Mitarbeiter des Zoos. Übrigens parken könnt ihr an der August-Bebel-Promenade und am Südbad. Und hier mal noch eine Vorabinformation. Am kommenden Wochenende, dem 6.7. August, findet wieder Flugplatz in Flammen statt. Ja, und zwar sind die Highlights am 6. August verschiedene Kinderanimationen, Ballonaufstieg, Feuerwehrrundfahrten, Rundflüge, Ballonglühen, Lasershow, Lampionumzug, internationale Feuerwerke und die Band Whetstone spielt live und die Highlights am 7. August sind musikalischer Frühschoppen, verschiedene Kinderanimationen, Auftritt von Comovento, Klaus und Glücki, Rundflüge werden angeboten, Feuerwehrrundfahrten sogar, Guckemusik, RB Zwog, die Kultband aus Sachsen spielt, dann gibt es noch ein Salutschießen und das Tagesfeuerwerk zum Abschluss. So, nun sind wir am Ende unserer Sendung, der 14. Alle Links zu den Infos und Nachrichten findet ihr in den Shownotizen und zwar unter folgendem Link www.abg-info.de/show14. Ja, aber ihr kennt mich, ich bin noch nicht ganz am Ende. Ich habe noch eine kleine Info aus Merane für euch. Und zwar, Merane sammelt Stimmen bei der Fanta-Spielplatz-Initiative 2016. Seit Anfang Juli läuft die Abstimmung für die deutschlandweite Fanta-Spielplatz-Initiative 2016. Die Stadt Merane ist bei den insgesamt 400 Projekten, die zur Abstimmung stehen, mit dabei und sammelt Stimmen für den künftigen Spielplatz im Meraner Wohngebiet Remserweg Oststraße. Noch bis zum Sonntag, 7. August, 0 Uhr, läuft die Abstimmung. Pro Person kann einmal je Kalendertag für den künftigen Spielplatz im Wohngebiet abgestimmt werden. Die Abstimmung ist dann ganz einfach möglich. Ihr geht auf den Link in den Shownotizen, sucht dann dort unter der Postleitzahl 08393 den Spielplatz an der Oststraße und klickt dann auf Abstimmen. Also die Meraner würden sich freuen. Ja, und ich denke mal, das ist auch eine tolle Sache. Gut, damit beende ich die
heutige Sendung. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht sieht man sich ja beim Park- und Teichfest. Macht was draus. Genießt das Wochenende. Bis denne, euer Uni. Ciao. It's the summer highlight.